Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Okapi von Syllable Spill in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Okapi von Syllable Spill, das Ganze am 7. Mai erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Vinyl aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das 5. Soloalbum von Syllable Spill. Das Ganze schon am 7. Mai erschienen, allerdings hier die Vinyl Edition, die kam dann erst am 28.05. raus, also 3 Wochen später, deswegen auch jetzt erst das Unboxing. Als allererstes holen wir mal das gute Stück aus der Folie, bedeutet, wir suchen erstmal kurz nach der Schweißnaht oder wir schneiden es dann vorne auf. Ich würde ehrlich gesagt hier die Schweißnaht bevorzugen, muss auch dazu sagen, es ist eine Single-Vinyl und also eine Single-Vinyl. Es ist nur eine Vinyl. Bei einem Gatefold lässt sich das ja dann immer ganz gut irgendwie hier mittig aufschneiden. Aber bei einer Single-Vinyl ist das etwas schwieriger. Aber ich denke, jetzt haben wir es doch geschafft. So. Und somit können wir dann hier die Folie öffnen, abziehen. Wunderbar. Also, das ist das Album, das ist die Vinyl Edition. Kommt hier in schwarz, oben lesen wir den Schriftzug Walk This Way Records präsentiert, also das ist das Label, Okapi Syllable Spill. Und das, was wir hier abgebildet sehen, das ist ein sogenanntes Okapi, eine Waldgiraffe, also ein, ja, ich glaube mittlerweile vom Aussterben bedrohtes Tier. Spiegelt sich hier, also dürfte irgendwie vorm Wasser oder vor einer Pfütze stehen. Ansonsten alles hier komplett in schwarz gehalten. Auf der Seite lesen wir auch wieder den Albumtitel und den Interpreten, sowie die Nummer. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier 5 Tracks auf der A- und 5 auf der B-Seite, bedeutet 10 Tracks. Features gibt es keine. Und dann haben wir hier noch einen Barcode, die Labels, nochmal das Tier, die Credits zum Album, die hat man auch hier so gespiegelt. Spannenderweise. So, dann hier noch die Logos und dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. So, die Vinyl kommt hier in einer schwarzen Papierhülle und die Vinyl an sich ist dann auch standardmäßig hier in schwarz. Das ist die A-Seite, mittig auch wieder hier das Tier zu sehen und auf der Rückseite kein B oder irgendwas weiteres beschriftet, sondern einfach nur das Tier an sich. Jawohl, das war's auch schon. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet. Einmal die eben gezeigte Vinyl mit insgesamt 10 Tracks und keinerlei Features, also 5 auf der A- und 5 auf der B-Seite. Das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition Okapi von Syllable Spill. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Syllable Spill unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.